So, also, herzlich willkommen bei den Testoneros. Wir testen jetzt mal alkoholfreie Bier. Ist ja jetzt Neujahr und so und mit die guten Vorsätze und na ihr wisst. Wir testen Joyboy. Davon gibt es laut meinem Kenntnisstand drei verschiedene Sorten. Und heute testen wir einfach das normale, isotonisch vitaminhaltige Joyboy alkoholfrei. Rico holt gerade noch einen Bieröffner und dann geht's los, wa? Jens hat hier was entdeckt im Internet. Und zwar das sind, was ist das? Gebraut in Deutschland, Herb Joybrau. Alkoholfrei Ocean Blue, isotonisch und vitaminhaltig. Gemacht für aktive Menschen. Also genau das Richtige für nach dem Sport. Ja. Wenn man kein alkoholfreies Hefemalz mag. 70% alkoholfreies Bier, 30% Vitamin C haltiges Erfrischungsgetränk. Also Mischgetränk. Tatsache. Ja, dann mach auf. Weniger als 0,5%. Ja, Thor, sag mal, will nicht so. Na dann, zum Wohl. Alter, ja. Ich glaube, ja, was haben sie geschrieben? Dass 30% die Vitamin C Erfrischungsgetränk nicht mit bei, ich glaube, dann würde ich das nicht weiter trinken. Oder? Also, ja, also, das also, soll ja gesund sein und vitaminhaltig. Ich glaube, also, wenn es ganz kühl ist, wenn ich gerade vom Joggen komme, dann würde ich das trinken. Nein, dann würde ich es auch trinken, ich habe ja duscht. Genau. Aber so, also von mir Geschmack her ist es jetzt nicht so pralle. Also die Aufmachung ist, finde ich, gut. Wo du das jetzt gefunden hast, weißt du nicht mehr, wa? Joyboy.de oder so halt. Aha. Ich habe halt nach Eiweißbier gegoogelt. Okay, also Protein haltet. Mhm. Da gibt es halt auch das dann noch. Proteine, halt ihr Bier, das kommt später noch. Ja, war jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist okay. Ja, für ein alkoholfreies Bier ist das nicht schlecht. Ich kenne besser. Ich würde jetzt, zwischen 3 und 4 Punkte, also ja, 3 Punkte, schon okay. Von? 5? 5. Puh, also schwierig. Das ist halt auch Geschmackssache, wa? Ja. Also von mir bekommt das also wirklich, ja. Also wenn ich nett bin, ich habe auch schlimmer getrunken schon mal. Ja, definitiv. Okay, 1,5. Ja, das ist halt die Geschmackssache, ne? Also, weiß nicht. Also ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen mit dem, wenn du hier so ein Radler kaufst oder sowas, das ist ja auch so ein... Na gut, aber Radler ist halt nicht vitaminhaltig und wenig isotonisch. Das war, da ist auch viel mehr Zucker drin, muss man dazu sagen, das stimmt allerdings. Naja, ist ja nicht das einzigste Bier. Kann man das eigentlich Bier nennen? Wir nennen es jetzt mal Bier. Ja, Biergetränk. Hm. Wahrscheinlich der Sonnenuntergang, die Möwenwolke. Ocean Blue. Das ist wirklich dasselbe Weg, ja. Ja. Eigentlich ist das Proteinbier.
Gibt es danach. Was ist das denn? Gleich mal. Achso, wenn du noch ganz viel Lust hast, kannst du noch eine Flasche trinken. Nee, lass mal ein Beispiel. Hier gibt es übrigens so eine tollen Vierer. Kein Sixer, sondern so ein Viererträger. Ja. Okay. Gibt's da. Achso, hier kann ich den mal draußen. Macht sich besser mit dem Protein. Nächstes Video ist dann übrigens, testen wir dann ein Proteinvideo. Ach, Proteinbier. Ja, genau. Also, da hätte ich gesagt 3 und du 1,5. Mhm. Also, dann 2 von 5 Sterne für den Geschmack auf jeden Fall. Auch schöne Grüße nach Hamburg. Schöne Grüße. Bis demnächst. Genau, wir kosten heute mal das Proteinbier von Joyboy mit Zitrone aus Hamburg. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja. Und genau, wir hatten schon mal ein Video gemacht mit dem vitaminhaltigen isotonischen alkoholfreien von Joyboy und heute mal Proteinbier von Joyboy. Also Rico, ich habe uns hier was Schönes mitgebracht. Willkommen bei den Testosteros. So, na dann schauen wir mal. Zum Wohl. Ja. Ja. Also auf jeden Fall süßer als das alkoholfreie. Also, 80% Proteinbier und 20% Erfrischungsgetränk mit natürlichem Zitronenaroma. Ist nicht schlecht. Kommt vom Geschmack her. Rana schon sehr nah, ja. Mhm. Definitiv. Kommt die Zitrone dann von hinten nochmal richtig raus. Ist wie sauer am Ende, ja. Mhm. Ah, doch. Doch, das ist ganz gut. Schmeckt mir definitiv besser wie das Joyboy alkoholfrei Ocean Blue. Definitiv besser. Da bin ich dabei. Ich bin mir auch, ich glaube, wenn man sich die Statistik anguckt, dann wird das wahrscheinlich auch das sein, was sie am besten verkauft. Würde ich auch sagen. Nicht nur von dem Protein her, sondern auch von dem Geschmack. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt momentan bei 3 von 5 Sternen. Wenn da Alkohol drin wäre, dann wären 5 von 5. Ja. Ich finde, das ist aber auch nicht so, ist wirklich nicht so süß, wie wenn du so einen richtigen Radler hast. Ne? Hm. Ach so, das ist halt der Radler. Jetzt verschriegelt. Was? Das ist das Proteinbier. Aha. Also nächstes Mal gibt es dann übrigens das Proteinbier zu trinken. Wir haben jetzt schon mal vorweggenommen das Radler davon. Ja. So, abschließend um was zu sagen. Außer Prost und schöne Grüße nach Hamburg. Genau. Prost und schöne Grüße nach Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. So, also herzlich willkommen bei den Testoleros. Hier sind Rico noch das letzte Bier aus, alkoholfreie Bier austrinkt. Fangen wir schon mal an mit dem letzten von dreien quasi, dem Proteinbier. Diesmal nicht als Radler, sondern nur das reine Proteinbier. Genau, in Hamburg gebraut.
Das wollen wir jetzt mal probieren. Und damit ist dann die Serie auch erstmal beendet. Schon mal geschüttelt. Einmal frei. Pass auf, könnte schäumen. Ja. Ja, ist schon doof. Gut. Also es schäumt schon mal ganz gut. Besser geschüttelt als gerührt, wa? Ich denke, es prickelt bestimmt auch wieder im Bauchnabel. Ja, mit Sicherheit. Halt mal fest, Kohlensäure ist drin. Ist schon mal ein Pluspunkt. Kann ja keiner aber dafür, dass ich auch keinen Bier aufmachen kann. Ja, keiner kennt dafür, dass du hier... Weiß ich nicht, was machst hier mit dem Bier? Nee, das ist anderthalb Stunden her. Ansonsten stand es hier nur rum. Na ja, gut. Mit Schaumkrone? Ja, genau, mit Schaumkrone. Ja. Ich find's gut. Ja. Bin ich jetzt mal überrascht. Schmeckt ein bisschen malzig. Hm? Eine leicht malzige Note, genau. Ach, und übrigens, ne? Ist das bei allen so? Ja. Veganfreundlich, ja. Also ist auch nett zu den Veganern, ja, das Bier. Also, ist, ja. Kein Problem, könnt ihr trinken. Ruhig. Ja, ja, für ein alkoholfreies Bier ist das gut. Also. Das ist sogar von den ganzen alkoholfreien Bieren, die ich getrunken habe, und das waren schon einige verschiedener Sorten. Ist das da, ohne Witz, überlege ich echt, ob das auf Platz 1 kommt. Ja. Weil das schmeckt nach Bier, ja. Deswegen ist so ein paar Proteine drin. Ja. Wenn jetzt in der Fach, ob da wirklich kein Alkohol drin ist, also Alkoholgehalt kleiner als 0,5%. Ich glaube, hier kannst du schwanger sein. Ist jedenfalls. Ja, ist dann irgendwo drauf. Doch. Schwangere dürfen nicht trinken oder was? Wenn ich mit 20 Dinger davon drin gekloppt habe, darf ich bei einem Auto fahren. Ja, natürlich, das macht natürlich die Menge, ne? Ist klar. Ich gehe davon aus, dass man da sich 20 Dinger nachfüllt. Ja, also 4 von 5 Sterne oder was? Ja. Würde ich sagen, ja. Für Joyboy, Proteinbier, alkoholfrei. Ja, definitiv. 4 von 5. Mal die Jungs von Joyboy anschreiben, auch sonst einen Rabattcode geben. Für unsere Zuschauer natürlich einen Rabattcode. Genau. 4 von 5. Gut. Also unser Testsieger. Oh. Na, no, der ist auf jeden Fall der Beste. Dann kommt der. Und dann kommt der. Probieren wir es dann demnächst. Mal kicken, was wir demnächst machen. Mal schauen. Wir überlegen uns was. Wenn nicht, macht Vorschläge. Schreibt es in die Kommis. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst. Du hast jetzt natürlich gut geschüttelt, ne? Lasst uns schütteln die Hände! Nein! Obelix! Nehmen Sie den Schuh? Das nimmt schon auf, ja. Testoleros. Wir testen Joyboy. Joyboy Teil 1, 2, 3, 4. Ja. Teil 4. Weil die so eine Idioten sind. Alter.
Joyful gibt es ja jetzt nicht mehr in Bierfull, ne? Weil ich ja geschrieben. Ja, Büchsen jetzt. Ja, jetzt gibt es nur noch Büchsen. Aber ich gestern natürlich nochmal bestellt, jetzt müssen wir natürlich nochmal prüfen, ob das auch noch derselbe Geschmack ist, wa? Wie denn in Büchsen, ey? Genau, jetzt habe ich hier ein tolles Probierprodukt. Und dann wird es schon mal aufgemacht. Ja, ich gebe wirklich, die Verpackung ist ja auch kleiner jetzt. Welches ist das günstiger halt? Tja. Hier, Dankeschön für bestellt von die Braumeister quasi. Okay. Ja, schöne Grüße, wa? Schöne Grüße. Nenn ich sie jetzt mal, da gibt es hier so eine tolle Sache noch mit dabei, wenn man sich so ein Probierbuchsen hier bestellt. Ah, die Nickel. Sticker und was haben wir hier? The Well-Bearing Company. Genau, sind also jeweils immer vier Stück drin von jedem. Den habe ich jetzt natürlich schon rausgenommen, wenn ich so einen Durststahl. Durstig, ich bin so durstig und hungrig und geil. Aber hauptsächlich durstig, ich bin so durstig. 27 Kilometer, die ich hier mal laufen muss zu Rico, ist halt sehr anstrengend. Ah, das sind drei verschiedene, also das ist, achtet ja, das ist das Radler, ne? Dieses. Ja, das ist das Radler. Genau, Proteinbier plus Zitrone. Also, das war der zweite Platz von uns. Genau, Limonade, Zitronengetränk hier. Proteinbier Light und. Was ist das hier? Das ist jetzt dieses. Ach so, das mit Vitamin C. Das isotonische. Okay. Jetzt nehmen wir das erstmal, ja? Also, ich kann sagen, genau, kannst ja. Das schmeckt auf jeden Fall noch. Ob wenn du aus der Büchse kommt. Und das ist unser Gewinner gewesen. Mhm. Und der mir schmeckt. Ja, wie gesagt, die 27 Kilometer, die Kima hier rein muss. Naja, klar. Darfst du mal nicht so doll auftreten? Das ist hier der Nobelpiste. Hm, ja. Ich schmecke auch keinen Unterschied, ganz ehrlich. Ja, ich finde es immer noch gut. Aber das hier war, glaube ich, nicht so meins, oder? Vitamin C, B12. Ja, das war nur mit zwei Sternen, das Ding, das ich da. Nur Vitaminbier oder wie das hieß. Auf jeden Fall alkoholfrei. Ist aber klar. Alles alkoholfrei übrigens. So, jetzt für alle, die nicht wissen, wie ein alkoholfreies Bier aufgeht. Ist hier eine kleine Kurzanleitung. Ja, so geht das auf. Wie schmeckt mir das Wasser diesmal sehr besser? Ist ja verrückt. Ja, hier merkt man richtig diese Limonade. Ist aber nicht süß, ne? Also, das ist wirklich nicht süß. Man schmeckt die Zitrone, aber. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich trinke jetzt hier irgendwie so eine überzuckerte Zitronenlimonade. Also ich muss sagen, es schmeckt sogar besser als aus der Flasche. Ich weiß nicht, ob die da was geändert haben, aber vom Geschmack her hat sich auf jeden Fall nicht geändert, großartig. Außer, dass mir das halt hier irgendwie besser schmeckt jetzt das Radler. Für die Elbe. Ja, ich glaube, dadurch, dass ich mir die Zähne putzt habe, ist es bitterer. Also jetzt gerade Zähne putzt, ist es für mich so ein bisschen. Ja. Säurebelastiger. So, Pfand ist auf jeden Fall drauf, 25 Cent. Mhm. Aber ich krieg den Pfand nicht. Ich hab Fehler gemacht. Ist jetzt ein bisschen säuerlich, weil ich mir gerade die Zähne putzt habe. Mhm. Aber. Hat man aufgestanden, ja? Naja, wir haben es ja auch erst 16 und 12. Naja, irgendwann muss man ja mal. Also, könnt ihr noch probieren? Boah. Nee? Nee. Das ist nicht so mein. Nee. Ja, nee. Kannst du oft probieren, das ist nicht meins. Bitte nicht. Ihr seid sehr gut erzogen. Das
Fest, Geschmack, wenn nicht gleich geblieben, wäre besser geworden. Außer natürlich ist halt immer noch ein bisschen uncool. Ja. So, auf jeden Fall. Aber das liegt schon daran, dass unsere Körper einfach mit diesem Vitamin C und alles hier klar machen. Komm mal, Fanny, kommst du damit nicht klar? Ja. Haben wir noch nie gehabt, so Vitamin C, ey. Bis demnächst. Ja, und für die Leute, die an Herrentag arbeiten müssen, beziehungsweise nächsten Tag, für die gibt es natürlich immer noch Joyboy. Ja. Alkoholfrei mit Vitamin C, B12 und B9. Genau, feinste Proteinbier. Seit neuestem auch in der Büchse. Tag, wenn man jetzt unterwegs ist, ist das natürlich platzsparender in der Büchse, als wenn man jetzt die Pullen mitschleppt und so. Welche, die sowas wie ein Radler haben möchten, von Joyboy 15 Gramm Proteinbier, davon 7 Gramm BCAAs. Schmeckt ganz gut. Also wir können das hier empfehlen. Das war, glaube ich, das Geilste. Ja, bin ich der Meinung auch. Ich glaube, das dann kam das und dann kam das. Genau, das war nicht so ja, cool. Genau. Ansonsten Mehrweg 25 Cent. Ja, kann man dann wieder abgeben, also bitte nicht wegschmeißen, auch wegen der Umwelt zuliebe. Genau. Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel das Clausthaler Radler alkoholfrei. Das ist ganz gut. Komm mal rein, auch. Ja, oder das Gessner Naturtrüb. Gessner, ja. Das finde ich auch richtig lecker. Also könnt ihr auch mal probieren, wenn ihr wollt. Gibt also auch diesen geilen Verschluss, den man wieder zumachen kann. Ansonsten kann ich auch empfehlen, alkoholfrei generell pur. Das Wernesgrüner. Oh. Die Firma Becks macht es ja immer lustig und das alkoholfreie Bier Fun. Spaß habe ich daran nicht, aber gut. Das ist natürlich für alkoholische Biere, ja, sieht da ja Asseröder, Radeberger, Krombacher, Warsteiner, Flens. Boah, nee, nicht so viel. Flens denn nur, aber irgendwie Verschluss. Na gut, Rostocker kann ich nicht wirklich empfehlen. Außer vom Fass. Rostocker da schmeckt das nicht mal eine Radler. Nicht mal annähernd. War nicht so schlimm wie Oettinger. So. Mariko hat ja noch nie ausgetrunken. Nee. Jetzt das geilste Geschenk zum Herrentag oder überhaupt für Männer. Ach, ja. Groß. Was ist das, Alter? Die Faust, Junge. Genau. Bis demnächst.